wie viel die Zunge über den allgemeinen Gesundheitszustand des Körpers aussagen kann, war bereits den Ärzten in der Antike bekannt. Noch weiter reicht die Geschichte der Zungendiagnostik in der traditionellen chinesischen Medizin zurück. TCM-Ärzte ordnen den unterschiedlichen Regionen auf dem kräftigen Muskel die verschiedenen Körperteile und Organe zu. So korrespondiert die Zungenspitze mit Herz und Lunge, während die Ränder in Verbindung mit Leber und Galle stehen. Auch ohne ein Medizinstudium können Sie durch die Beobachtung Ihrer Zunge Rückschlüsse auf Ihre eigene Gesundheit ziehen. Wer seine Zunge regelmäßig auf Veränderungen überprüft, kann Krankheiten frühzeitig erkennen und bei Bedarf sein Immunsystem gezielt stärken. Zunge als Spiegel des Körpers. Über Nervenbahnen steht die Zunge in ständigem Kontakt zu Gehirn und Organen. Normalerweise ist sie lassrosa, etwas rau und feucht glänzend. Häufig überzieht sie ein leichter heller Belag, dieser besteht unter anderem aus verhornten Zellen und Bakterien, lässt er sich leicht entfernen, stellt er keinen Grund zu Besorgnis dar. Verfärbungen richtig deuten. Der beste Zeitpunkt für die regelmäßige Selbstkontrolle der Zunge liegt direkt nach dem Aufstehen. Dann lassen sich kurzfristige Verfärbungen durch Kaffee, Rotwein oder Heidelbeeren sicher ausschließen. Bedenken Sie, dass auch Dosiererosole wie Asthmasprays das Ergebnis einer Zungeninspektion verfälschen können. Als häufigste Veränderung tritt ein dicker weißer Belag auf, dieser deutet auf eine Erkältung oder einen Magen-Darm-Infekt hin. Beschränkt er sich auf den hinteren Teil und weist die Zunge eine intensive himbeerrote Farbe auf, sind dies Anzeichen für Scharlach. Eine kräftig gelbe Verfärbung entsteht bei Problemen im Bereich von Leber und Galle, bei einer braunen Zunge sollten Sie Ihr Augenmerk auf den Verdauungstrakt legen. Präsentiert sich die Zunge in einem fahlen Grau, leiden Sie wahrscheinlich unter schwerem Eisenmangel oder Blutarmut. Eine blaue Farbe weist auf eine Erkrankung der Lunge hin. Ein Leberleiden wie beispielsweise eine Zirrhose macht sich durch eine intensiv rote, glattglänzende Zunge bemerkbar. An Diphtherie sollten Sie denken, wenn Ihre Zunge einen weißlich-grauen Belag aufweist, der mit einem süßlich bis fauligen Geruch einhergeht. Nach einer Antibiotikatherapie verfärbt sich die Zunge oft vorübergehend schwarz. Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei Veränderungen der Zunge den Hausarzt zu Rate zu ziehen, so lassen sich gesundheitliche Probleme rasch abklären und schwerwiegendere Erkrankungen frühzeitig behandeln. Weitere mögliche Veränderungen der Zunge. Neben der Farbe verändert die Zunge in Abhängigkeit von der allgemeinen Gesundheit Form und Oberfläche. Bilden sich Furchen und Rissen, liegen eventuell Darmprobleme vor. Ebenso können diese Veränderungen auf ein angeschlagenes Nervenkostüm hinweisen. Ein starker Nährstoffmangel geht häufig mit einer brennenden Zunge aufgrund entzündeter Geschmacksknospen einher. Neben einer Unterversorgung mit dem Vitamin B12 kann das Brennen auch von Diabetes, einem hormonellen Ungleichgewicht oder Stress herrühren. Ebenso können eine Überfunktion der Schilddrüse oder Stoffwechselstörungen der Auslöser sein. Eine Veränderung, die fast ausschließlich Frauen betrifft, ist die Landkartenzunge. Diese ungleichmäßige Musterung entsteht, wenn die weiblichen Geschlechtshormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Betroffene klagen gleichzeitig häufig über Menstruationsbeschwerden, Zwischenblutungen und schmerzhaftes Brustspannen.
TCM-Ärzte achten bei der Zungendiagnostik auch auf die Form der Zunge, ist sie auffällig dünn und schmal, liegen unter Umständen eine Anämie oder eine zu geringe Versorgung des Körpers mit Flüssigkeit vor. Eine stark geschwollene Zunge kann ein Anzeichen für eine Milzschwäche sein.